et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Eine Video un peu spécial, ein etwas besonderes Video. Heute möchte ich euch etwas Besonderes ankündigen. Aujourd'hui, j'ai des grandes nouvelles à vous annoncer. C'est pour ça que c'est une vidéo un petit peu spéciale. Ein deutsch-französisches Video, une vidéo franco-allemande, une vidéo bilingue, ein zweisprachiges Video. Ich werde heute ein bisschen die Sprachen vermischen. Je vais mélanger un peu les langues aujourd'hui. Alors, excusez-moi si je me... si je me dépatouille parfois, si je suis un petit peu mélangée moi-même, il n'y a pas de souci. C'est un mélange des langues et là, mon cerveau est en train de se dire « Oups, qu'est-ce qui se passe ?» Also manchmal komme ich total durcheinander und mein Gehirn weiß nicht mehr, wo ich stehe, weil ich mit den Sprachen, also wenn ich von einer Sprache zu der anderen ständig wechsle, dann weiß mein Kopf nicht mehr, wo es steht. Aber es wird alles in Ordnung. Tout va bien aller, on va prendre le temps donc de te parler de ces grandes nouveautés que je veux t'annoncer aujourd'hui. Also es gibt viele Neuigkeiten und ich möchte mir Zeit nehmen, dir von diesen Neuigkeiten zu erzählen. Erstmal gibt es ab ganz bald, vielleicht jetzt schon, einen neuen YouTube-Channel. Donc déjà, première nouveauté, il y a une nouvelle chaîne YouTube qui vient de démarrer ou qui va bientôt démarrer en fonction de quand est-ce que tu vas voir la vidéo. Ich bin gerade dabei, neue Videos für euch zu drehen und vor allem für euch Deutschsprachigen, um euch dabei zu helfen, Französisch zu lernen. Et oui, je suis en train de tourner des vidéos là actuellement pour aider cette fois-ci nos amis germanophones à apprendre le français. Après avoir aidé pendant plus de 2 ans et demi déjà maintenant sur ma chaîne Apprendre Naturellement, où j'accompagne justement les francophones pour apprendre la langue allemande, eh bien j'ai voulu me lancer dans un nouveau projet pour aider cette fois-ci les Allemands, les personnes qui parlent allemand, à apprendre le français. So, seit 2,5 Jahren ungefähr habe ich diesen YouTube-Channel gestartet, Apprendre Naturellement, um eben den französischsprachigen Leuten beim Deutschlernen zu helfen. Und jetzt möchte ich mich auch nach und nach den Deutschsprachigen widmen, die auch Französisch lernen wollen. Warum? Pourquoi est-ce que je fais ça? Mein Ziel dabei ist, eben auch eine Community zu bilden von Deutschen und von Franzosen, die Spaß haben, miteinander zu sprechen und die Sprache des anderen zu lernen. Mon but en faisant ça, c'est vraiment de pouvoir créer une communauté de personnes francophones, de personnes germanophones qui vont avoir du plaisir à parler ensemble la langue de l'autre et à l'apprendre ensemble. Donc c'est vraiment ça que j'essaie de créer et je suis heureuse de vous inviter dans cette nouvelle aventure. Donc ich freue mich wirklich, euch in diesem neuen Abenteuer einzuladen. Das wird einfach spannend, das wird Spaß machen, das wird manchmal verwirrend sein. Voilà, ça va être vraiment passionnant, parfois un peu troublant, parce que voilà, c'est une nouvelle aventure, mais vraiment bienvenue. Donc vous pouvez vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube Einfach Französisch. Ihr könnt jetzt schon meinem neuen YouTube-Channel abonnieren. Einfach Französisch heißt es. Den Link schicke ich euch hier, ne hier, genau, hier in dieser Ecke. Der ist der Link zu meinem neuen YouTube-Channel. Dort geht es eben auf Deutsch um die französische Sprache. Donc dans cette chaîne YouTube, einfach französisch, simplement le français tout simple. Eh bien, je m'adresse cette fois-ci donc aux germanophones qui veulent apprendre le français. Donc vous êtes les bienvenus. Les contenus seront beaucoup plus en allemand, bien sûr. Donc même pour les Français qui apprennent l'allemand, bah, ça peut être intéressant de suivre cette chaîne. Je sais que depuis 2 ans et demi déjà, j'ai beaucoup d'Allemands qui me suivent sur Apprendre Naturellement pour améliorer leur français. Maintenant, il y a une chaîne qui est vraiment pour eux. Mais les Français, vous pouvez aussi vous abonner parce que je parlerai beaucoup plus en allemand sur cette chaîne. Also auch für die Franzosen ist es interessant, diesen neuen Channel zu abonnieren, weil ich dort viel mehr auf Deutsch spreche. Und ihr könnt auch somit euer Deutsch-Hörverständnis verbessern. Ich weiß, es gibt schon seit 2,5 Jahren viele Deutsche, die mir hier auf Apprendre Naturellement folgen oder auf Instagram und die auch damit mit meinen Videos ihr Französisch verbessern. Das war jetzt am Anfang nicht das Ziel, aber jetzt habe ich diesen neuen Channel für euch und dort könnt ihr euer Französisch verbessern. Aber auch die Franzosen können ihr Deutsch-Hörverständnis auch verbessern, weil ich dort immer wieder, also auch immer mehr auf Deutsch spreche. Voilà, ça c'est la première grande nouvelle que je voulais vous annoncer aujourd'hui dans cette vidéo. Das war die erste große Nachricht, die ich hier ankündigen wollte in diesem
zweisprachigen Video. Et il y a une deuxième nouvelle. Es gibt auch eine zweite Nachricht. Ja, ich habe so viel für euch vorbereitet in letzter Zeit. Oui, une deuxième nouvelle, puisque j'ai vraiment préparé beaucoup de choses pour vous ces derniers temps. Et là, je suis en train de préparer un événement extraordinaire. Ich bereite gerade ein wirklich unglaubliches Event, ein Ereignis, wer auch immer. Das ist, ja, ich glaube, sowas in der Art gab es früher noch nie. C'est vraiment quelque chose, je sais pas si ça a déjà existé, mais je suis en train de préparer pour vous un festival des langues, qui va s'appeler le Festi-Lang, also ein deutsch-französisches Event, ein Festival nicht um Musik, sondern um, es geht um die Sprache, es geht um die deutsche und die französische Sprache. Donc dans ce festival, il va être question des langues, de l'apprentissage des langues, de la langue allemande, de la langue française, es geht um Sprachenlernen. Und ich werde dort auch viele Gäste haben, unter anderem Maria von Deutsch mit Maria, von Maria von Dein Sprachcoach, Linkster Akademie, Deutsch mit Benjamin, Lerne Deutsch, Pierre du Monde des Langues, Lauriane du Marathon des Langues, Régis Batty de la Méthode Ich Möchte und vieles mehr. Also viele tolle Gäste habe ich dabei, donc beaucoup de d'invités que vous m'avez entendu nommer là en allemand et en français. Oui, vous avez compris, c'est des invités francophones ou germanophones. Es sind deutschsprachige und französischsprachige Gäste. Und wir bereiten eine ganz besondere Woche für euch vor. Donc il y aura vraiment une semaine tout à fait spéciale, début novembre, du 2 au 8 novembre 2020. On vous a préparé des conférences, des ateliers, des jeux, des rencontres. Vous allez pouvoir apprendre comment apprendre l'allemand, comment apprendre le français, améliorer votre niveau de langue avec différentes techniques. Et il y aura aussi des ateliers interactifs durant lesquels vous allez pouvoir parler avec des Allemands, avec des Français, pour vraiment pratiquer la langue et rencontrer des gens vraiment sympas. Tout ça va se passer en ligne, 100% en ligne. Et oui, en cette période de Covid, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Also jetzt nochmal auf Deutsch, ich habe jetzt lange auf Französisch gesprochen. Also es werden Konferenzen geben zu verschiedenen Themen, wie man Sprachen lernt, wie man um die deutsche und die französische Sprache. Es werden auch Workshops geben, so Tandem-Treffen, wo ihr euch untereinander treffen könnt, auf Französisch und auf Deutsch sprechen könnt, so wie wirklich Tandem. Das werde ich alles organisieren und es gibt auch Spiele, also ganz viele lustige Sachen. Es geht um die Sprache, um die deutsche und die französische Sprache. Es geht um Sprachenlernen mit ganz vielen tollen Gästen. Donc, je me réjouis vraiment, vraiment, vraiment d'organiser pour vous cet événement. Voilà plusieurs semaines, plusieurs mois que j'y travaille. Et vous pouvez dès à présent vous inscrire pour réserver votre place à l'événement, au Festi-Lang. Es gibt einen Link unten in der Beschreibung, da könnt ihr euch anmelden für das Festi-Lang. Donc, il faut vous inscrire. L'inscription est payante, mais vraiment, c'est 9 €. C'est vraiment pas cher pour tout ce qu'on va vous proposer dans cet événement-là. Donc inscrivez-vous dès maintenant, il y a un lien juste en dessous dans la description de cette vidéo pour pouvoir voir vraiment le détail de cette semaine exceptionnelle et pouvoir vous y participer. Also die Anmeldung ist kostenpflichtig, aber nur 9 €. Das ist wirklich gar nichts im Vergleich zu all dem, was wir euch da anbieten werden. So viele Konferenzen, Workshops und Tandem-Treffen und so weiter, auch Spiele und so. Also bitte meldet euch jetzt schon an, weil es werden viele Leute da sein, die auch teilnehmen wollen und wir möchten für euch allen einen Platz reservieren. Also bitte meldet euch jetzt an. Es gibt einen Link unten in der Beschreibung und da könnt ihr alle Infos noch zum Programm und zu den, wer überhaupt mitmacht und auch alle Fragen könnt ihr dort auch beantwortet finden. Donc vous aurez toutes les réponses à vos questions aussi sur le programme détaillé, sur qui participe, etc. Comment faire. Donc inscrivez-vous dès maintenant. Le lien est juste en dessous, c'est valable maintenant. Les inscriptions sont ouvertes au moment où tu vois cette vidéo. Et donc on se retrouve le 2 novembre pour la première rencontre. Donc je t'enverrai toutes les infos par mail, le lien pour te connecter, etc. Puisque tout se passe en ligne, alles findet online statt. Ja, wir sind heute in einer Zeit, wo es ein bisschen schwieriger ist, sich
physisch zu treffen. Nein, das sagt man nicht. Se rencontrer physiquement. Das ist auf Französisch. Also es ist ein bisschen schwierig, sich vor Ort zu treffen. Aber wir werden das online machen. Alles findet online statt und startet am 2. November 2020. Donc le 2 novembre 2020, c'est là que tout commence. Du musst dich angemeldet haben, damit du auch Infos bekommst zu den Links, wie man sich dort verbindet, also um an den Abend auch teilnehmen zu können. Es wird alles online stattfinden. Bitte melde dich jetzt an. Donc, faut vraiment que tu t'inscrives à l'avance, hein, pour que tu puisses recevoir tous les liens pour te connecter le soir même. Je t'enverrai toutes les infos par mail, mais il faut être inscrit. Voilà, je pense que je l'ai dit maintenant en français, en allemand. Ich glaube, ich habe das in beiden Sprachen jetzt gesagt. Du hast es bestimmt verstanden. Klicke jetzt auf den Link hier unten, dann kriegst du alle Infos zum Festilong. Ich freue mich so sehr, euch allen dabei begrüßen zu dürfen. Donc, clique maintenant sur le lien en dessous, tu retrouveras toutes les infos. Je me réjouis vraiment de vous rencontrer en live lors de cet événement exceptionnel du 2 au 8 novembre 2020. Allez, à très bientôt. Tschüss, bis bald, ciao, ciao.